vom ersten Teil. Mit dem größer und kleiner machen, das gab's ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und das hier ist... Aber es ist eine kleine Denkaufgabe, da hatte ich auch damals immer echt Probleme bei. Laut einer Legende lebt auf diesem Berg eine goldene Gans. Ich möchte der Erste auf der Spitze sein, um sie zu fangen. Ich habe gerade sofort Sprieß Ultra Super Wachstum Samen von einem Bären mit einem Sack Edelsteinen gekauft. Er sagte, sie hätten Zauberkräfte, aber nichts passiert. Du kannst welche haben, wenn du willst. Okay. Das, hier waren, glaube ich, Blumen. Blumen? Also Gänseblümchen. Extrem große Gänseblümchen. Auch wieder an den ersten Teil angelehnt hier. Sowas gab es nämlich auch, so eine Aufgabe. Und das müssen die Hüpf-Pilzchen sein. Ich stehe ja total auf Pilze. So, nehmen wir das auf. Nehmen wir den dahin. Da gibt es nämlich eine Stelle, da muss man sich von der anderen Stelle wieder einen mopsen. Und da kommt man aber nicht wirklich drauf, den sich da zu holen. So. Gut, jetzt machen wir das Ganze nochmal andersrum, damit wir da hochkommen. Ich könnte auch mal mit dem Controller unter den Tisch spielen, das wäre, glaube ich, besser, weil dann hört ihr das Tastenklimpern nicht so. So. Ja, muss ich doch mit Schwebung. So. Okay, die beiden da unten haben auf jeden Fall, um hier hochzukommen. So, was ist das? Ich glaube, ich möchte erstmal hier hoch. Falls das geht. Ja, da müssen wir sogar hin. Weil da noch ein Samen ist. Und diesen Samen... spucken wir mal hier oben hin. Wenn das geht. Nein, den müssen wir dann nachher mitnehmen, okay. Dann müssen wir das Ganze wieder rumdrehen. Hier brauchen wir auch auf jeden Fall den roten. Oh fuck, meine Nase läuft. Taschentücher liegen zum Glück hier. Na, warum gehst du denn nicht da rein? Den hier hinten hin. Und den nehmen wir mit. Okay. So. Also wir brauchen auf jeden Fall den Pilz da unten, um hier hochzukommen. Hier kommen wir so hoch, das ist schön. Ah! Kriegen wir wohl wahrscheinlich jetzt das erste Ei. Ich habe dieses Ei auf dem Weg hier hochgefunden. Ich glaube, eine goldene Gans hat es gelegt. Wir müssen weiter. Wir sind fast oben. Schön, dass der an einem anderen Weg hochgekommen als ich. Deswegen braucht er auch total meine Hilfe. Du machst das klasse bis jetzt. Nimm doch noch zwei Samen. Nimm doch noch zwei Samen. So. Jetzt müssen wir mal gerade die Zeit hier aufschreiben, weil ich möchte mir nämlich gerne die Nase putzen. Wir haben 17... 45 ungefähr. So. Kann ich das nämlich nachher schneller rausschneiden. Was kriegen wir denn? Oh, zwei rote. Zwei rote. Und noch einen dritten roten.
Okay. Ich mach's erstmal so, wie ich denke, wie es sein soll. Also erstmal nicht querbeet denken, sondern erstmal tun. Also hier muss auf jeden Fall einer hin, weil wir sonst nicht da oben rüberkommen. So, und jetzt müssen wir uns ein Blümchen holen, so wie das aussieht. Und jetzt alle... Ne, da ist noch einer. Weil ich meine, wir kommen auf den ersten Pilz nicht drauf, wenn wir den da hinschmeißen. Oder? Doch, man könnte so da drauf kommen. Moment da mal. Ach, die waren aber im ersten Teil waren die besser. Also da sind die, auch wenn man die nicht so ganz gerade drauf geschmissen hat. Ich meine, ich hätte das damals immer irgendwie anders gemacht. Aber das könnte so funktionieren, dass wir hier mit dem Sprung von dem einen Pilz. Oh, das sieht gut aus. Oh, ist ja super. So. Oder es ist jetzt die Stelle, aber ich glaube nicht, dass das... Wir haben da so viel Auswahl da oben. Oder? Tja. Also es ist auf jeden Fall schon mal klar, dass wir für den Hintergrund wieder einen Pilz brauchen. Sonst kommen wir da nicht hoch. So. Oder wir müssen jetzt doch den einen... Das kann natürlich sein, dass das jetzt... Dass wir den einen Pilz von da hinten durch eine Blume ersetzen müssen. Weil da brauchen wir auch auf jeden Fall einen. Und eigentlich bräuchten wir hier auch auf jeden Fall einen Pilz, deswegen. Weil mit der Blume kommen wir da nicht weiter. Deswegen setze ich den Pilz hier mal durch ein Gänseblümchen. Ach komm, ey. Ich hoffe mal nicht, dass das zu weit weg ist, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Da haben wir das Rätsel doch schon gelöst. So. Das ging doch besser, als ich gedacht habe. Sind nur Edelsteine? Ja, da oben. Okay. Ich hätte irgendwo wieder einen vergessen. Oh, oh, oh. Okay. Endlich! Ich habe die legendäre goldene Gans gefunden. Du kannst noch eins ihrer Eier als Souvenir haben. Die ist ja eher gelb, ne? Die hat sich gerade an den Achseln gerochen. Gut. Ich glaube, hier können wir nach unten. Hast du mal irgendwo? Nee, den quatsch ich nicht mehr an. Jupp. Oh, da war aber reichlich. So, haben wir hier jetzt noch was? Nein. Okay, wir haben alle Edelsteine hier. Dann können wir wieder zurück. So, dann geht's hier hin.
hier noch töten. Das normalisiert sich. Und dann können wir hier auch weiter. Und hier kommt das Steingezügel. Jo. Ihn kaputt. Ich glaube, die wollte eigentlich schon mit uns quatschen, aber... Nö. Ach, hier gibt es noch einen Könnerpunkt. Das ist auch eine... Wow! Das ist auch eine doofe... Aufgabe. Wow! Weil wir dürfen, glaube ich, nicht getroffen werden bei einer Bird-Aufgabe. Ich meine, das gäbe einen schöner Punkt. Ich wollte ja unter den Tisch spielen. Ich vergesse das immer. Ah, schön eins und zwei, das sieht ganz fein aus. Fünfer da drin. Das sind so dolle, ne? Okay, der wird zugehalten, der Tür. Oh. Hi, Spyro. Ist Prinz Asrael nicht hinreißend? Die anderen Elfen und Zauberer wollen nicht, dass wir heiraten. Deshalb reißen wir aus. Übrigens, Asrael sagt, dass du dieses Ei bekommst, wenn du niemandem erzählst, wo wir hin sind. Sakura. Mit einem Schmetterling. Okay. So, muss ich den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen? Nee. Zum Glück nicht. So, hier gibt es, glaube ich, noch eine Flasche. Ja. Aber wir machen erstmal das Level soweit fertig. Kommen wir so nicht rüber. Erstmal hier drüben. Oh, da war knapp. Ich glaube, wir machen das jetzt direkt, oder? Dann wird die Flasche auch direkt wieder, glaube ich, zurückgesetzt. Hallo. Dankeschön. Ach, Mann. Aber ich hatte da irgendwie, glaube ich, einen Trick, wie ich das gemacht habe mit dem Könnerpunkt. Schönen Tag noch, Spyro. Ich würde gern bleiben und quatschen, aber ich bin spät dran für eine Verabredung mit einer Elfenfreundin von mir. Sie ist nur eine Freundin, verstehst du? Eine rein platonische Freundschaft. Es ist auf gar keinen Fall eine Verletzung des Militärprotokolls. Was? Warum siehst du mich so an? Mhm. Der gute Pinguin hat also was mit einer Elfe, alles klar. Wo warst du, James? Wir wollten uns vor einer Stunde im Tempel treffen. Und komme nicht wieder mit dem Quatsch von wegen nationaler Sicherheit. Ist wohl sowieso egal. Der ganze Tempel wimmelt von fiesen Katzenhexen. Wir müssen unser Treffen wohl abblasen. Außer wenn du gegen die Hexen kämpfen willst. Oder gab es jetzt zwei Könnerpunkte? Man konnte die komischen... Oh, fuck. Ich weiß das gar nicht mehr. Man konnte nämlich die Fenster kaputt machen. Machen wir erstmal die Fenster kaputt. Super, ich bin getroffen, aber das können wir gleich bestimmt nochmal machen. Ich stehe mal in Ruhe, du dumme Foot. So, aber du quatschst mich jetzt bitte nicht nochmal voll. Ja, danke schön. Oh nein. Wo warst du? Wo warst du, James? Wir wollten uns für eine Stunde im Tempel treffen. So.